Da bin ich wieder. Es ging jetzt ein bisschen abrupt. Ich hatte ja vergessen, die Uhr zu stellen. Und die Aufnahme wurde dann automatisch nach 14 Minuten 59 Sekunden beendet. Deswegen konnte ich mich da leider nicht verabschieden. Also die Flammen gehen ja eh in beide Richtungen. Es gibt noch die Möglichkeit, mich entweder mit dem Winnerhaken hier so... Das ist sogar... Was war das denn jetzt? Wollen Sie mich verarschen oder was? Verlieren wir keine Zeit. Ah, weil es wohl die unsichtbare Gammastrahlung. So. Ah, ich bin so ein guter Zocker hier. Super. Gehen hier aber ganz durch. Niemand ist besser. An dieser Stelle ging es los. Da muss ich doch über diese Plattform mit irgendwelchen Super-Skills springen. Ja, zieh die mal da hoch, Alte. Zieh dich hoch. Na hier. Und wieder zurück. Einmal hin und wieder zurück. Zack. Dass alles so geht, wenn es geht. So, ich schieß ab. Lieber mal ein bisschen in die Luft rum hier, bevor ich losschieße. Bevor ich ja den Granatenwerfer am Start habe. Ja, das ist jetzt so ein Hebel. Ich ziehe jetzt den Hebel und dann stoppt dieses Zahnrad. Und ich habe eine gewisse Zeit, um durch die Lücke zu kommen. Und diese Plattform werden natürlich auch. Explosionsspaß für die ganze Familie hier. Macht aber auch nicht gerne. Wenn die Säulen schon so leichte Ermüdungserscheinungen zeigen, also Risstechnik stand dann. Ach, hier wieder hier. Ups. Die schreien wieder so rum. Ach, die schreien rum, bevor die sich hier verabschieden. Hey. Ach, das ist gar nicht so ein Sinn. Ich dachte jetzt, das wäre... Die Energie ist doch im... Ach, das ist ja eh so ein Sinn. Wäre ich auch ein bisschen agromäßig angehaucht, wenn ich wüsste hier, ich muss mich in die Luft jagen, um da Lager zu tun. Obwohl, das sieht wohl nur so aus, die legen wohl eine Bombe hin, werden dann mit dem Transporter weggebeamt, ganz schnell, und dann explodiert die Bombe, das ist nur ein Trick. Alles wieder so geplant. Okay, alles eine Frage des Timings. Schon wieder. Alles eine Frage des Timings. Ach, das ist jetzt der Haken. So, das war gar nicht übel. Nicht übel, sprach der Dübel, bevor er in der Wand verschwand. Ging es nur weiter? Das weiß ich nicht. Das hat sich wohl durch Jahre der Evolution fortgesetzt bei dem Erfinder der Fortsetzung. Das gab es ja schon vorher. Guck aber. Das ist aber sehr schlecht gebaut hier. So, als. Das ist ja nicht Lara Kopf, das ist ja Lara Unser. Da werden wir jetzt abgefrühstückt hier mit dem Raketenwerfer. Sonst könnte man eventuell noch in Gefahr laufen, hier eventuell nicht weiterzukommen. Das ist ja nicht erforderlich. So, mal hier drauf. Kann ich gar nicht drauf. Stopp! Ich wollte doch auf die unfaire Art und Weise hier vorgehen. Was kann denn sein? Ups! Glauben die jetzt, wer die Lara fair? Weil ich so nicht war hier.
Hilfe. Hallo? Nein! Lass mich mal hier machen, hier. Osiris so. Baumeister war ein Genie und völlig verrückt, wie es scheint. Ja. Welchen Sinn soll denn die ganze Konstruktion haben? Das ist das, wo die mal gewohnt haben. Dann haben die sich an den Feuerzahnrädern erfreut. Quasi die Heizung für alle. Also, da gibt das keinen Sinn. Dieses ganze Tempelzeug. So. Wir kommen im 21. Jahrhundert. Da gibt es schon Raketenwerfer. Da sind viele mit Pfeil und Bogen antanzen. So. Hup. Nein. Oh, ich glaube, ich bin tot. Ich habe es geschafft. Der Rückstoß des Raketenwerfers oder sagen wir eher die Explosion. Osiris Baumeister war ein Genie und völlig verrückt, wie es scheint. Da wusste ich nur, dass sie das sagen würde. Sind die anderen aber noch gar nicht mehr, die mich erfreut haben. Die kreischen jetzt da ein bisschen rum und hoffen, dass die Lara nicht mal zurückkommt. Wie gesagt, ich verstehe von solchen Tempeln einfach nicht den Sinn. Ich dachte, eine geile Stadt zu bauen, in der alle schön wohnen können. Es da bauen muss einen die so eine geben, Tempel der auf. Hier einen Weg freigibt. Vielleicht fehlt mir einfach der Sinn für sowas. Das hätte ich gerade umstanden. Ja, die wohnen zwar in Baracken und Slums, aber Hauptsache die Tempel haben wir jetzt. Das ist schon mal etwas. Egal, da will ich jetzt. Ach, jetzt ist es hier eine Flammengamma-Strahlung-Mischung. Das ist natürlich nicht so gut. Aber, ja. Ach, da muss ich rüberspringen. Okay. Das ist. Der Flammenwerfer war jetzt meine erste Wahl dafür. So. Hier. Welchen Sinn soll das eigentlich haben? Mann, das ist jetzt spieltechnisch, damit man hier einen Parcourslauf hat. Ganz offen, ganz ehrlich gesagt hier. Warum ist das denn nicht da? Achso, kann ich ja so hoch. Ja, so rüber. Da schließt sich mir der Sinn des Ganzen doch nicht so sehr. Oder waren das hier die quasi The Running Man der Vorgeschichte. Darüber? Los, bleiben wir in Bewegung. Der Hitze nach, die von unten aufsteigt, haben wir gerade den Motor wieder angeworfen. Ja, die Heizung läuft wieder. Dann ist dann das Eis, weil das Eis ist, glaube ich, nicht weg. Da sieht man, wie intensiv ich das gespielt habe. Das ist alles nicht mehr weiß. Oh, Diamanten. Rote, blaue. Vielleicht kommt Sonic durch das Bild gerannt. Beschwert sich wieder. Ach, das war doch ein anderer. Wie Karl-Heinz mit der schönen Frisur. Wir müssen laufen! Ah, hier sind ein paar Flammenschäden hier. Brandsalbe und Penny. Das Urteilsalbe. Alle eine Rasche hier. Die Güte. Soll das geliebt werden und Penny schwimmen? Solange die sich hier freiwillig selbst terminieren. Komm schon! Wir haben keine Zeit! Sie ist genau hinter uns! Wir haben keine Zeit, um keine Zeit zu haben. Schnell! Wir haben es fast geschafft! Haben wir doch geschafft, oder nicht? Doch. Oder doch nicht? Der Kopf von dem alten August hier. Da schön Mütze drauf. Ihm zu Ehren wurden wahrscheinlich die vorantiken Olympischen Spiele veranstaltet. Ich schätze mal in diesen Tempeln. Die meisten der Wettkämpfer hatten natürlich keine Zeit, um weitere Trainingseinheiten hinzulegen, um besser zu werden. Die sind dann hier abgelegt. Mann, ist das für ein Top. Zerstöre alle. Also ich habe ja vergessen, was man überhaupt machen muss. Bronzepunkte-Herausforderung. Das wäre ihr Preis gewesen.
So, mal ein bisschen Diamanten einsammeln. Dass selbst Sonic von Neid ablassen würde. Ich glaube, wenn der Sonic sieht, wie viele Diamanten man hier einsammeln kann, dann fragt er sich bestimmt auch, ob er im falschen Spiel ist. Kann nur nicht sein. Hier sind die Diamanten hier gar nicht mehr zu zählen. Und ich in meinen Leveln, ich kriege so ein paar läppische. Und das sind alles die Chaos-Emeralds, die hier so rumliegen. Sehr viel Abschiller. Das kann man gar nicht ansprechen. Was passiert denn so? Nüscht. Schillt der eine Zoe ab? Oder wohnt der hier? Oder füllt er die Truhen auf vielleicht? Ach, das ist einer. Das sind ja die Charaktere, die man im Mehrspielermodus spielen kann. Ich weiß natürlich, dass die hier nicht des Abschillens wegen hier in der Gegend rumlaufen. Und auch diese Truhen hier. Ich will mal eine öffnen. Legendäre Waffe gefunden. Das ist doch alles Humbug. Das Legendäre. Da können die auch hier Bronze, goldene und silberne Toilettenpapierrollen da reinschmeißen. Dass man die dann gefunden hat. So, ich hau mal hier ab. Oh, Hütengranatwerfer war das überraschend einfach. Auf einfach. Aber wie dem auch sei. Ich will ja nicht hier irgendwelche Skills an den Tag legen, die ich nicht hab. Wo ich dann den Agro-Man hinlege. Das ist wohl auch so gedacht, dass man eventuell das Spiel hier ja, vielleicht auf normal oder leicht oder so spielt. Und dann, wenn man noch mehr Bock hat, dann spielt man das auf immer höheren Schwierigkeitsgraden. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt ja auch darin nicht, das jetzt blank zu schaffen, wie ich das hier mache, sondern die Sachen eben zu schaffen. Das ist wie bei anderen Spielen auch. Diese Zusatzsachen. Ich fehle da ja total und schaffe davon nichts. Und wenn man da gut drin ist, dann schafft man das eben alles. Dann hat man eben diese Pfeilfallen alle gefunden. Erkunde das Grab des Folterknechts. Ja, der Folterknecht. Der hat es auch nicht leicht bei seiner Arbeit. Immer das Geschreie. So, dann bedanke ich mich mal fürs Zugucken und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.